Hallo meine lieben Freunde und Entschuldigung und willkommen zum dritten Part von Castle Storm. Ich habe gerade keine Ahnung, warum ich gerade so komisch Stimme habe. Keine Ahnung. Ich bin eigentlich nicht krank. Naja. Wird hoffentlich keinen stören. Und mich stört es natürlich auch nicht. Und wir können hier mit dieser Mission weitermachen. Hoffe ich es, ne? Nee. Doch, hier, keine Ahnung. Wie starte ich? So starte ich. Passt ja perfekt. Ja, letzte Runde haben wir ja mit irgendwas aufgehört und diese Runde machen wir mit irgendwas weiter. Und hier, die können wir auch noch, oder was? Nein. Haben wir die nicht in unserer Burg drin? Sicher? Ach, wir haben ja schon vorgefertigte Burgen. Stimmt, dann nehmen wir die mal. Wir hatten ja letzte Runde eine editiert. Ich habe aber keine Ahnung, wo die hin ist. Wo ich die gespeichert habe oder wie oder was oder keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall unsere fünfte Schlacht in der dritten Folge. Ich glaube, es ist die fünfte, ich weiß es aber nicht. Und süß. Bruderweg. Wenn wir in die Offensive gehen, braucht unsere Armee Kavaliere. Ihr meint doch nicht diese Esel auf der Insel, oder? Besser den Esel in der Hand als das Pferd auf dem Dach. Ich muss darauf hinweisen, dass sie die Insel mit Festungsanlagen schützen. Jeder Versuch, die Tiere für sich zu beanspruchen, würde mit Stürmen Widerstand beantwortet werden. Wenn wir einen Angriff auf die Burg starten würden, würde es sie ablenken, während wir die Insel einnehmen. Lasst uns erbeten, dass unser Plan aufgeht. Okay, scheinbar müssen wir jetzt einfach die Burg einnehmen von denen. Scheint ja eigentlich ganz einfach zu sein. Und verdammt nochmal, wie ich es einfach abfeiere, dass die Handsteuerung einfach so viel besser ist als diese hässliche Controllersteuerung. So, um hier jetzt erstmal alles aufzuräumen, machen wir jetzt unseren Big Boss hier. Pam, pam, pam. Ach ja, Beste. Zack, zack. Easy. Peasy. Mit dem Boss kann man wirklich alles zermalmen. Okay. Seriously? Sieg? Glorreiche Schlacht? Du wirst nicht easy. Oh mein Gott, mein Wecker fängt gerade an zu piepsen, Leute. Was ist da los? Warum fängt mein Wecker an zu piepsen? Oh mein Gott, Leute. So, das war mal richtig professionell. Einfach mal mitten in der Aufnahme den Wecker ausgeschaltet. Gewinne ohne Einsatz deiner Balliste. Ups, fail. Nein. Ach, hier geht's ja weiter. Ich vergesse es immer wieder. Wir machen die Story einfach weiter. Und sagen auch schon Schlacht beginnen. Move, you stubborn mule! Reporting for duty. Na los, junger Kerl, es ist keine Zeit für Blödereien. Die Wikinger werden versuchen, uns daran zu hindern, die Esel heimzubringen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich traurig sein sollte, wenn sie Erfolg hätten. Das Tier ist so schwierig zu handhaben wie meine Frau. Ich hoffe nur, dass das Tier nicht genauso behandelt wie... Sir? Vergiss es. Versuche es noch einmal. Ja, Sir. Okay, der versucht die Tier. Zerstöre mindestens zwei gegnerische Räume. Okay, dann versuchen wir einfach mal die zwei gegnerischen Räume zu zerstören. Oh, Palm. Ach, das kann der. Ups. Entschuldigung. Okay, wir müssen 40 Esel, nee, 30, Entschuldigung, nach Hause bringen und so lange einfach hier deffen. So lange haben wir Zeit, die gegnerische Basis kaputt zu machen.
Und pam. Ja, ich habe schon wieder einen Esel mit einem Kopfschuss erledigt. Bisschen den Reiter. Ja, bei dir ist was los. Ja, mein Hund hier ist hier gerade am Verzweifeln. Ja, der Arme. Da. Da gerade meine Mutter weg ist und mein Hund hat ein sehr großes Vertrauen zu meiner Mutter. Das kann man sagen, ja. Das ist halt der Arme. Der Arme, der Arme. Jetzt fragt er sich, wo meine Mutter ist. LOL! Nice Shot von denen, aber... Zack, ups, ich treffe ganze Zeit unsere Armee. Das war ein bisschen... Das war gerade voll der Fehlschuss. Okay, wir haben schon 14 zurückgebracht. Das mit den drei Räumen müssen wir schaffen. Okay, und... Oh, das war nice! Ihr habt ein bisschen was eingerammt, immerhin. Better than nothing. Uiui, schon drei Esel zu Hause. Oh, oh, das müssen wir noch schaffen mit den zwei Rahmen. Okay. Und bam! Easy. Da ist noch einer. Okay, dann let's try this. Oh mein Gott, ob wir das noch schaffen, dass das einreißt. Okay, let's try mit einem Adler. Komm schon, Adler. You can do that. Nein! Wir hätten ja nur einmal mit einem Apfel noch reinschießen müssen. Schade. Okay, wir haben eh schon genug Geld, da wir ja so viel Koop mit dem Herr Writers gespielt haben, mit dem lieben Writers LP. Zwei Runden haben wir gespielt, muss mal gucken, dass wir am Mittwoch vielleicht noch eine machen. Mal schauen, ob das was wird oder ob das nichts mehr wird bis dahin. So, dann können wir erstmal das hier können wir ablegen und das hier können wir ablegen. Pack mal lieber das und das rein. Finde ich sinnvoller, macht nämlich ein bisschen mehr Damage. Und so, was können wir noch gebrauchen? Upgraden können wir jetzt einigermaßen. Die Frage ist nur, was wir dann upgraden. Dreimal 12 Damage. Ja, du, das ist mir eigentlich Schnuppe, was wir da upgraden. Ach, jetzt habe ich das wieder drin. Ich wollte das rein. Ja, was dafür, dass wir die hier upgraden. Okay. Mehr Angriff und mehr Leben. Läuft. Das kostet ja jetzt gerade nicht so viel. Und ich finde, die Ritter sehen verdammt cool aus. Von dem her finde ich das toll, die abzugraden. Level 9. Level 10. Ah! Level 10 ist Maximum. Episch. Dann können wir also Gareth auch noch auf Level... Okay, Level 9 haben wir geschafft. Level 10 ging dann wohl nicht mehr. Deine gewählte Burg hat nicht die maximale Anzahl von Druckmitteln, möchte ich sehen. Ja. Okay, was haben wir jetzt denn für eine eingewechselt? Ah, okay. Nein. Wir machen gerade noch die nächste Schlacht. Einfach weil wir es können. Die Eselreiter sind bereit, Sir Gareth. Gut. Die Wikinger haben die Festungsanlagen neu aufgebaut. Seht, sie haben sogar eine Ballister wie der unsrigen ausgerüstet. Wikinger haben immer schnell gelernt, wenn es um Kriegsführung geht. Zuerst haben sie unsere Edelsteine gestohlen und nun unsere Technologie. Findet ihr das nicht merkwürdig? Was meint ihr? Ach, nichts. Ich werde euch aber im Auge behalten. Achtung! Wow! Das war knapp. Entschuldigt, ich muss meine Kutte wechseln.
Soldaten, bereitet euch auf eine Schlacht vor. Haltet den Kopf unten und achtet auf feindliche Artillerie. So. Okay, wir versuchen erstmal so ein bisschen zu deffen, damit wir ein bisschen Gold und so Sachen verdienen. Ja, okay, ich glaube, wir brauchen eher nur Nahrungsmittel für die Truppen, aber I know. So, ich habe jetzt unser Bonusziel am Anfang leider nicht gelesen. Ich habe gerade Scheiße the Kingdom verstanden, aber ich glaube kaum, dass die da Beleidigungen in dem Spiel verwenden. Boom. Oh, ups, Entschuldigung. One-hitted. Oh. Okay. Meine Truppen scheinen ziemlich stark zu sein. Finde ich auf jeden Fall schön. Zack. Hm, vielleicht können wir den Ballista Damage. Ah, nee, wir können dem Tor Damage machen. Stimmt ja. Unsere Ritter sind eh stark genug, scheint so. Und zack. Das pupsende Schaf, was wir schon aus dem Koop kennen. Ja, die Ritter sind auf Level 10 OP. Kann man nur zugeben. Zack. Und bam, es stürzt ein. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Flagger können wir nicht klauen. Okay. Und treffen damit was? Ah, nice, sogar zwei getroffen. Ach, und ich liebe immer noch die Musik von dem Spiel. Hat so schöne, beruhigende Musik, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde die einfach schön. Oh, Kopfschuss. Ach, die denken, die nur so laufen wir da wieder rein und wieder raus. I don't care. Ja, egal. Oh mein Gott, nicht erreicht. Schade. Ja, aber die Krieger sind verdammt OP, wenn die hier die Wölfe one-hitten. Zack. Beide one-hitted. Ja, bei denen läuft hart, würde ich sagen. So, da stürzt aber jetzt gleich noch mehr ein, oder? Ja, so viel steht da jetzt nicht mehr von den Gegnern. Leider müssen wir jetzt kurz abwarten, bis wir wieder ein bisschen haben. Ja, ja, halt da hinten mal. Sorry. Sorry. War keine Absicht. Einfach mal einfach uns den Männern getötet. Das war ein bisschen doof. Ja, schieß mal da runter und bang! What? Genau der eine Raum fehlt noch. Kidding! Oh man! Leute, das ist doch nicht nett. Wir verarschen uns hier mit dem einen Raum hier, der noch fehlt. Naja, den machen wir jetzt auch noch gleich. Hat er gleich wieder aufgeladen. Tja, das war's wohl mit der gegnerischen Burg. Trank der Begehrung. Okay. Kerker haben wir noch. Ah, plus 2000. Ah, das heißt, wir können auch unseren Sir Gareth auf die maximale Stufe aus upgraden. Upgrade. Oh, jetzt ist er. Oh mein Gott. Der Sir Gareth ist nun OP. Aber kann man den noch höher? Ne, der ist auch. Okay, den Sir Gareth kann man anscheinend noch höher upgraden.
Naja, das werden wir erst nächste Folge erfahren. Wenn überhaupt, wenn wir so viel Geld in der nächsten Folge sammeln. Naja, ich verabschiede mich damit mal von euch. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und nächste Folge geht's dann wie gewohnt weiter mit der Story. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei dem Writers vorbei. Da der ja mit mir Koop macht von diesem Spiel. Und schaut generell mal bei allen vorbei. Und schaut auch mal bei mir vorbei, falls ihr nur dieses Let's Play hier guckt. Ich mache ein paar coole andere Videos. Und tut mir echt leid wegen meiner Stimme. Ich habe keine Ahnung, warum die gerade so komisch ist. Naja, und ciao. Long, long ago, a century or more, two strong, stubborn kingdoms waged terrible war. Knights drew long swords, barbarians the axe. The earth shook in concert with fearsome attacks. On ground black with fire and red with their blood, with tears in her eyes the peace goddess stood. Her tears turned to jewels, and fell to the ground, and all the combatants turned at the sound. The blue gem was taken by the king of the land, while the Vikings took up the red one in hand. These gems put an end to the warfare and strife. Their bearers were blessed with unending life. But no one pays notice to tales of yore, and gathering clouds bring rumors of war.